Zurück in Berlin. Die Bundespolizisten Florian Förster und Christian Schneider erwartet schon der nächste Fall. Es kam unser Dienstgruppenleiter zu uns und hat uns darauf hingewiesen, dass die Landespolizei Berlin zwei Beschuldigte bringt zu uns, weil die auf Bahngebiet Straftaten begangen haben. Der Sachverhalt war der, dass am Bahnhof Lichterfelde Ost ein syrischer Staatsangehöriger in der S-Bahn saß, haben ihn wohl dann in die Menge genommen. Ein syrischer Flüchtling soll in der S-Bahn von zwei Männern genötigt worden sein. Die Täter kommen gerade auf der Wache an. So, brauchen Sie eine Keramik auf die Schnelle? Die Klo? Dann passt das nicht mittig. Dann setzen Sie sich mal hier vorne hin. Aber ihr habt nichts dahin, wenn ich mich noch immer schütteln darf oder irgendwas, oder? Du kannst dich schütteln, so viel du willst. Die Beamten sind vorsichtig. Beide Männer waren bei ihrer Festnahme äußerst aggressiv. Jetzt versucht sich einer der beiden zu erklären. Ich bin kein Ausländerhasser, das will ich nochmal wirklich beschreiben. Egal wie. Es kam zu so einer Fahrscheinkontrolle der S-Bahn-Kontrolleure. Und in diesem Sinne wohnen Asylbewerber, Migranten, Asylsuchende, Mitbewerber in Deutschland. Auch des Fahrscheins kontrolliert, wo circa, ich will mich das wirklich nicht festlegen, auf keine Goldwaage legen, circa 5 bis 6 Schutzsuchende in Deutschland keinen Fahrschein an der Hand oder auf der Hosentasche ziehen konnten. Und naja, dann ist manchmal so, ja, nicht ganz in Ordnung von mir vielleicht gewesen, an diesem Regionalexpress einen anderen Menschen mit Migrantenhintergrund da der Frage zu stellen, Fahrschein ja, Fahrschein nein. Der Kollege hat eingeräumt, ich habe ihn an dem Verlassen des Zugs gehindert, musste leider im gewissen Sinne so einräumen. Die beiden deutschen Fußballfans wollen Recht und Gesetz in die eigenen Hände nehmen. Ihr Opfer, der 23-jährige Firas aus Syrien. Erzählen Sie mal ganz kurzen, groben Ablauf, wie Sie überhaupt den Zug betreten haben, ob Sie mit denen zusammen eingestiegen sind, wann Sie auf die Personen getroffen sind, was passiert ist. Also ich wollte eigentlich meinen Zug von Zug nehmen nach Ludwigsfelde, weil ich in Ludwigsfelde wohne. Und ich war zu spät angekommen, aber zum Glück hatte ich meinen Zug genommen. Und ich habe eine Person gesehen, er stand im Zug und er hat kräftige Kurbel. Danach habe ich andere Richtung genommen und andere Platz genommen. Und dann habe ich gesessen und meinen Platz genommen. Danach, sie sagten etwas laut, ich habe nichts verstanden. Sie singen, weil sie betrunken sind. Und die saßen neben mir und die sagten mir, zeig deinen Fahrausweis. Dann sagte ich, ich kann nicht zeigen, weil ihr keine Kontrolle seid. Dann habe ich schnell meinen Platz geändert und sie folgten mir. Und eine Person hat neben mir, von die zwei, neben mir und hat mein Bein auch angefasst und sagte mir, zeig deinen Fahrausweis. Ich habe schon Ausweis, weil sie dachten, ich will schwarz fahren. Sie laufen neben mir hier, dann kann ich nicht atmen. Ich will sitzen, ich will fahren. Sie haben so mit mir gemacht. Glücklicherweise gab es Fahrgäste, die Zivilcourage zeigten und dem jungen Syrer zur Seite standen. Der junge Mann ist seit einem Jahr in Deutschland. So viel Hass kannte er bislang noch nicht. Ich finde, ich habe richtig mich fremd gefühlt. Das ist, warum mit mir passiert, warum nicht mit anderen? Ja, weil ich Flüchtling bin oder fremd bin. Die Männer müssen ihre Aussagen noch zu Protokoll geben. Aber dass sie aggressiv sind, konnten die Landespolizisten schon beim ersten Zusammentreffen feststellen. Beim Land, als das Land die festgestellt hat und dann befragt hat und die Identität festgestellt haben, gab es wohl eine Widerstandshandlung, worauf dann das Land auch Pfefferspray eingesetzt hat und die Person dann zum Boden gebracht hat und gefesselt hat. Willst du die Augen rausspülen nochmal? Willst du mal die Augen rausspülen? Jetzt? Nach 3 Stunden? Ihr seid witzig, oder? Ich frag dich jetzt. Wollt sich zeigen. Wollt mein Anwalt klären.
Okay. Der Festgenommene wirkt weiterhin bedrohlich. Routinemäßig sichern in so einem Fall gleich mehrere Polizisten ab. Das machen wir einmal, weil sie hier auf der Dienststelle sind, zur Eigensicherung. Weil wir wollen halt nicht, dass irgendjemand von der Bank aufspringt und dann vielleicht ein Messer aus der Hosentasche zieht und dann irgendwelche Kollegen attackiert. Ja, dann könnt ihr die Scheiße losmachen hier. Ja, geht gleich los. Wir ja, das meine ich doch. Bei Pfefferspray ist ja nur hier noch auf ihr Bauch hier. Erstmal, wir wissen überhaupt nicht, wo mit dir. Ja, weil mir überhaupt nicht vorgebrochen wurde. Also es kann so nicht richtig sein. Der Kollege hat gesagt, der Tatwurf wurde schon eröffnet. Der eine Kollege, der sie mit hergebracht hat. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Er hat ihnen alles mündlich erklärt. Es geht wohl um die Straftat Nötigung. Körperverletzung steht im Raum. Das wird noch geklärt. Und so wie der Kollege das gesagt hat, Freiheitsberaubung. Das wären drei Straftaten. Ja, Moment, ich will Sie gleich mal weiter belehren, damit Sie gleich beschreiben. Sie müssen jetzt nichts sagen. Sie müssen nichts sagen, aber alles, was Sie jetzt sagen, das wird dann auch bei Gericht gegen Sie verwendet, ja, damit Sie das verstanden haben, was Sie jetzt sagen, falls Sie überhaupt was sagen sollten jetzt. Sie sind ja alkoholisiert, ich würde vielleicht nichts sagen. Sagen Sie. Ja, ich rieche das. Dann wird Kollege riechen Sie nicht. Ja, rieche ich. Ja. Wir werden jetzt folgendermaß. Hören Sie bitte zu. Vorsicht. Erstmal Vorsicht. Vorsicht mit dem, was jemand hier irgendwo sagt. Ja. Lassen Sie mich erstmal ausreden. Ich war noch nicht ganz fertig. Wir werden ihn und Sie durchsuchen. Einzeln. Ja? Jetzt. Dann gehen wir in die Zelle. Dann kontrollieren wir die Taschen. Ja. Gut. Ja. Jetzt verstehe ich aber immer noch nicht, was vorgeworfen wird. Das habe ich Ihnen aber gerade gesagt. Moment. Es kann doch immer nur einer sprechen. Ja. Gut, dann verweise ich jetzt an die Kollegen, weil wir fangen jetzt mit dem Kollegen an, den Sie durchsuchen. Ja? Und wenn wir mit ihm fertig sind, sind Sie dann dran. Ja. Soweit in Ordnung? Da mache ich mit. Sehr schön. Da sind wir dabei. Wunderbar. Die Durchsuchung führen die Beamten in einer Zelle durch. Der erste Beschuldigte versucht, sich erneut rauszureden. Er glaubt, es ist in Ordnung, als selbsternannter Kontrolleur unterwegs zu sein, weil Ausländer ja in seinen Augen immer schwarz fahren. Aber nochmal, der junge Syrer hatte ein Ticket. Na, ob ich es ungerecht fand, weiß ich nicht. Aber es hat sich darauf hinausgedeutet, dass Menschen, die zu uns kommen, ohne Gültigen Fahrschein eventuell, die S-Bahn benutzen können. Und ich mit dem gültigen Fahrschein wurden auch kontrolliert. Und dann diese Regionalbahn habe ich mich irgendwo, ja, im Rausch des Alkohols, oder auch nicht, keine Entschuldigung, um Gottes Willen, irgendwo dazu hinreißen lassen, diesen Migranten auch zu sagen, hast du einen Fahrschein, hast du einen Fahrschein? Und der antwortet, und geht zum Ausgang dieses Zuges auf der nächsten Station, nicht da verlost. Und es mag sein, dass ich ihn eventuell, aber ohne jegliche Gewalt, mit Worte, vielleicht verbal, daran gehindert habe. Und dann mit tiefer Stimme nochmal sagt, hast du einen Fahrschein? Die Bundespolizisten wollen für eine Anzeige die Schuldfähigkeit der beiden Männer durch einen Atemalkoholtest feststellen. Der eine Beschuldigte hat gepustet, die Atemalkoholkontrolle zugelassen, freiwillig hat gepustet, kam auch ein Wert von 1,5 Promille raus. Der andere von den beiden wollte nicht pusten. Da wurde dann jetzt die Blutentnahme, wird jetzt durch die Staatsanwaltschaft Berlin angeordnet. Die Beschuldigten können sich zu dem Vorwurf äußern und der Kooperativere der beiden ist entsetzt von dem, was er gemacht haben soll. Muss ich zum Strafrichter? Muss ich irgendwo? Nein, das ist einfach bloß ein Tatvorwurf. Das ist die gesetzliche Grundlage. Genau. Werde ich verurteilen. Das entscheidet ein Richter. Und vorher entscheidet das ein Staatsanwalt, ob sie überhaupt zur Anklage kommt oder ob sie einen Strafbefehl bekommt. Medium. Unterschreibt nur mit Medium. Hier vor dem kleinen Kreuz. Medium. Hast du Medium? Genau. So, okay. Dann haben wir das. Dem selbsternannten Hüter von Recht, Gesetz und Ordnung wird erst jetzt klar, was er gemacht hat. Und dass er, aus welchen Gründen noch immer, keine Fahrscheinkontrollen durchführen darf. Das wird ihm jetzt bewusst. Ich hab Scheiße gebaut. Ich hab den Moderner Benz. Ich bin völlig im Arsch. Es ist nicht meine Aufgabe, definitiv. Und ich hab mich da ziemlich weit in den Regionalismus aus dem Zug gelehnt.
Jetzt sitze ich hier 3-4 Stunden und werde mir eine Konsequenz daraus ziehen. Tragen, müssen, bezahlen, Blutprobe angeordnet, hab gepustet, zweimal 1,5 Promille, wird nicht weniger. Ist aber Neonazi-Faschist ist weit außen vor. Kann ich ihm wirklich versprechen. Florian Förster und Christian Schneider bringen die Verhöre zu Papier. Da der eine Beschuldigte geständig ist und es Zeugen gibt, ist der Fall relativ klar. Ich würde sagen, der eine ist der ruhige Part und der andere war wahrscheinlich der Aggressor. Aber nichts Genaues weiß man. Beide haben Alkohol getrunken. Und Alkohol, ja, macht halt die Wahrnehmung ein bisschen konfus. Ein hoher Promillewert kann in einem Verfahren entlastend wirken. Aber es zählt auch, wie jemand betrunken agiert, also ob er aggressiv wird unter Alkoholeinfluss. Für den 23-jährigen Vierers ist es unerheblich, ob die Männer getrunken haben oder nicht. In Deutschland fühlte er sich bislang immer sicher. Ich lebe hier eigentlich seit einem Jahr. Und ja, ich kann gut, ziemlich gut Deutsch, weil ich intensiv gelernt habe, weil ich die deutsche Sprache lernen musste. Und wie gesagt, wir wurden gezwungen und wir mussten unsere Heimat verlassen. Ich kann die Leute sagen, die den Leuten sagen, die von uns Angst haben und die immer Vorurteile machen. Solche Leute wie dachten vielleicht, alle Flüchtlinge sind gleich. Und ich kann ihnen sagen, die Flüchtlinge sind nicht gleich. Es gibt überall schlechte Leute und gute Leute. Ein einschneidendes Erlebnis für den jungen Syrer, der mit der Fremdenfeindlichkeit in Deutschland leben muss. Und auch der Beschuldigte macht sich seine Gedanken. Aus Fehler wird man schlau. Ich möchte daran glauben, dass ich mit 49 Jahren so weit bin. So wird das. Jetzt sitze ich hier und irgendwann, wo ich gut probe und wahrscheinlich kommt eine Strafe. Eurozahl, keine Ahnung. So wird jetzt mir auch nicht. Und ja, so spät leben. Auf die Täter wird eine Strafanzeige wegen Nötigung und Freiheitsberaubung zukommen. Mit Gewalt und Einschüchterung kann man nun mal keine Probleme lösen.